So, hallo und alle zur nächsten Folge von Skyrim. Und es ist zwar eine andere Aufnahmesession, aber trotzdem sind noch nicht alle der alten Folgen online, sodass ich alles drunter lesen konnte. Ich bin momentan so ein bisschen. Ich hab nicht mehr Bock auf Skyrim momentan und habe deswegen gedacht, ach, spiele ich schon mal weiter. Weil ich einfach gerade Bock drauf hatte. Und ich habe mal so ein paar Tutorials anguckt, Guides und bin auf eine Idee gekommen. Also, das habe ich jetzt nicht direkt ein Tutorial gesehen, aber so ähnlich. Und zwar, dass man einfach Magie auflevelt, indem man viele Zauber benutzt. Aber manches ist halt effektiver und manches ist halt ineffektiver. Und ich habe mir durch die verschiedenen Trees bin ich mal durchgegangen, habe hier versucht, Spells zu wirken, dauerhaft auf irgendwelche Viecher. Und es hat halt ewig gedauert, bla bla bla. Und na warte, lass mal ganz kurz durch hier bei. Genau. Zerstörung ist ja so das Ding, was ich eigentlich machen will. Ich will ja zerstören halt, ich will der Magier schlechten sein, alles wegbombt. Und ja, ich habe ein bisschen rumexperimentiert bei Veränderungen, hatte ich glaube ich gemacht. Ich habe auch viel geskillt durch, wenn ich Sachen gekauft habe, also beim NPC, dass er mich das Level skillt, bla bla bla. Verzauberung hatte ich da gemacht. Und ich habe da ansonsten in den verschiedenen Zauberspruchkategorien mit Zaubersprüchen genommen, die dauernd gewirkt und dies und das. Beschwörungen habe ich jetzt gerade schon nicht gemacht, aber Illusion hatte ich irgendwie ziemlich einen Erfolg bei einem Zauberspruch. Und zwar erkläre ich es mal ganz kurz. Ich hatte hier einfach bei Illusion den Besänftigen genommen auf beiden Händen. Dann hatte ich halt immer so eine Kuh hier gehabt. Und immer wenn das Magier mehr oder weniger dann all war. Warte, war das die hier? Nee, warte. Ich hatte einen anderen gehabt. Irgendein anderer war das. Den konnte ich mich wesentlich häufiger benutzen. Heldenmut. Ach genau, weil das ist Lehrlingsstufe und Heldenmut hier, das ist. Der kostet weniger. Und ist eine Stufe, glaube ich, höher gewesen. Und dann konnte ich die ganze Zeit hier draufkloppen. So. Und wenn Magika leer war, habe ich eine Stunde gewartet. Sozusagen. Und dann ist mein Magier wieder voll gewesen. Dann kann ich jetzt hier draufkloppen. Das geht übelst schnell, theoretisch jetzt so. Und jetzt kann ich aber die ganze Zeit hier. Na komm schon. Beidhändig den Spell draufkloppen. Das zählt also nicht viel. Und zack. Illusion verbessert auf 59. So. Und ich bin auch schon jetzt Level 20 dadurch halt. Und pass mal auf, ich mache das jetzt nochmal ganz kurz, einen kleinen Tacken weiter. Dann guck mal, wie schnell ich jetzt auf Level 60 komme. Von 59 auf 60. Machen wir jetzt zusammen. Das eine Level. Das ging übelst schnell. Also mit Zerstörung sehe ich das nicht hin, wenn ich die ganze Zeit so auf Gegner schieße. So, dann warten wir noch eine kurze Stunde. Laden das Magiker wieder auf. Und gleich steigen wir auf. Einfach mal los. Da. Schau mich auf 60. Das geht übelst schnell. Und ich weiß nicht, ob das Cheaten ist oder so. Also ich glaube mal nicht. Ich wirke halt die Zauber und sorge halt dafür, dass mein Magier auflädt. Im Kampf kannst du das halt nicht machen bei Zerstörung. Deswegen lädt das mal Dings nicht auf. Die Stunde ist ja, wie gesagt, kannst ja nicht warten. Aber hier kannst du ja warten. Die Kuh bleibt ja einfach stehen. Und dann kann ich hier richtig fett leveln. Es gibt da so Level und ich habe dann Punkte zum Verteilen. Dann kann mein Magier hochskillen und so weiter und so fort. Gut, ansonsten habe ich dann auch ein bisschen bei meinen Spells umgestellt. Entschuldigung. Und zwar habe ich Folgendes. Ich habe bei diesen Favoriteinstellungen mir die Sachen anders vorgestellt, als sie eigentlich sind. Und zwar habe ich gedacht, du kannst einen Favoriten einfach festlegen. Pass auf. Du drückst also jetzt praktisch die 1 sozusagen. Und legst in der linken Hand das und in der rechten Hand das fest, was anderes halt. Und das bleibt so. Aber du kannst immer nur pro Hotkey, also 1, 2, 3, 4, 5, immer nur eine Art von Spell nehmen. Und wenn du nochmal die Taste drückst, kriegst du den nochmal in der zweiten Hand, um ihn zu verstärken, sozusagen. Aber ich habe gedacht, ich könnte einfach links Feuer, rechts den Zauberstab. Oder sowas in den Dreh. Aber das geht nicht. Und jetzt habe ich einfach Blitz auf die 2 gemacht. Auf die 3 habe ich halt Heilung gemacht. Wenn ich zweimal klicke, kriege ich halt beides auf die Links drauf. Ja, auf die 4 habe ich halt einfach meinen Bogen. Und auf der 5 habe ich dann hier diesen Dädra-Stab. Ich kann dann hier dann wieder mit der Hand wechseln sozusagen. Und 5 habe ich wieder den Stab hier. Und das muss erstmal in den Kopf reingehen, wie das jetzt gelegt ist. Und deswegen, ich bin da so durcheinander gekommen. Ich habe das anders verstanden einfach. Ich habe einfach gesagt, gut, wenn ich die 1 drücke, egal wie oft ich die 1 drücke, ich habe immer Feuer und Heilung. Wer 2 drücke, ich immer Heilung und Flammenmantel oder sowas. Aber ist nicht so, man kann maximal 5 Dinger drauflegen. Finde ich schade. Okay. So, dann für den Teil, den ich heute eigentlich machen wollte. Ich habe überlegt. Ich habe mir so ein paar Schmiedeguides angeguckt, dies und das, dass man sich Erze besorgen soll, aber dafür brauche ich auch wieder einen Zauberspruch sozusagen, ab Level 50, Transmutation, muss ich auch irgendwo finden. Also es wird auch da schon komplex, man muss halt wissen, wo die ganze Scheiße ist und ja.
Ich fühle mich gerade ein bisschen besser gerüstet, sozusagen jetzt, oder mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Und ich dachte, ich könnte ein paar Quests weitermachen und dann ein bisschen aufräumen. Eben gerade, als ich hier war, kam wieder so ein Kurier übrigens und hat so gemeint, jo, ich habe hier eine Einladung für dich, dies und das soll sie an Reisende verteilen. Und da dachte ich, ja gut, dann gehe ich da mal hin. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drin, ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Ach, schon wieder hier die, okay. Ist erstmal egal, okay. Dann, ja, guck mal, wo wir da hin müssen. Wir haben eine Einladung zu irgendwas gekriegt. Nach oben. Das Museum von Dämmerstern sozusagen. Ne, Markierung brauche ich ja nicht. Festung Lüsterhammer. Okay, also muss ich wahrscheinlich hier hinreisen, Rest laufen. Gut. Ja, ist aber ganz praktisch mit der Schnellreise. Ansonsten ist ja Horror. Ansonsten müsstest du tausende Stunden investieren, dann machst du es wirklich zu so einem Real-Life-Spiel. Okay, mein Pony ist natürlich auch wieder da. Obwohl, wir haben Nacht. Ich könnte theoretisch halt auch wieder, wo gerade Nacht ist, als Werwolf laufen. Dann bin ich auch, glaube ich, schneller. Ich finde es aber cool, dass das Pferd immer mitkommt. Und oh, da gibt es aber Geister eben. Hallöchen. Mal gucken, wie die sich so mit Feuer machen. Nicht gut anscheinend, ne? Ja, doch, geht. Hallo, Eis, nice. Hallöchen. Hab ich denn hier? Was für ein effektiv oder möglichst effektiv gegen die? Eieiei. Ich habe also mein Heilsbett auch mal ein bisschen verbessert. Ich muss dann noch das Treffen ein bisschen üben. Ich habe jetzt praktisch den Spell, der halt dauerhaft Schaden macht. Vorne irgendwo ein Duda. Hallo, Duda. Ja, die Eisgeister sind so schwer zu treffen, finde ich. Okay, da ist praktisch die Essenz dann. Sehr gut. Da müsste noch einer liegen. Wiederherstellung verbessert auf 31. Sehr gut. Ja, sind wir dann eigentlich hier oder? Nein, nein, ich muss zu irgendeiner Ausstellung. Hier bin ich ja ganz falsch. Gibt's irgendwas? Ah, hier liegt ein Bandit rum. Den haben die fertig gemacht. Ich habe übrigens auch Kapazität hier unten jede Menge frei mittlerweile wieder. Aber ich werde auch nur sinnvoll das Zeug mitnehmen. Was haben wir denn hier? Ein anderes Skelett. Leute, ich dachte, das wäre hier einfach mal, weil ich direkt angegriffen wurde. Habe ich da mein Pferd am Stehen? Pferd? Meine Mähre. Oder ist mein Pferd hier? Nein, das ist ein Pferd. Pferd! Ist wahrscheinlich weggelaufen oder so. Ja, dann laufe ich den Rest halt. Meine Güte. Ach, da wenig Damage, die Blitze. Das ist die andere Sache. Ich glaube, ich muss auch außen rumlaufen. Ich denke mal, ich bin hier richtig und eh gleich da. Soweit kann das gar nicht sein. Ist irgendein Schrein oder so? Hallöchen. Was haben wir denn hier? Zwischenfall Necrum. Illusion verbessert auf 61. Jo! Schein zu aktivieren. Ah ne, jetzt habe ich, okay. Habe ich immer noch aktive Kräfte, dass ich keine Krankheiten habe? Warte mal kurz hier. Achso, das war durchs Bestienblut. Ah, okay, okay. Egal. Ja. Hier. War nicht so geplant.
Ja, ich kenne ihn noch nicht alles. Ich habe leichte Rüstung, damit läuft sie zwar schneller, habe ich gehört. Das ist nicht schlecht. Da oben ist ein Ziegenbock. Wie stark ist Herr Bogen eigentlich genau? Nicht getroffen, aber jetzt läuft er. Okay, egal. Bin ich oben eigentlich richtig? Ich glaube nicht, ne? Muss nochmal ein Stück weiter runter. Lol, ich habe gedacht, das wäre näher dran. Ist da schon wieder so ein Eisgeist oder zwei Eisgeister? Will ich mich damit kloppen? Ja. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich zwei Eisgäste, jetzt habe ich ein Problem. Also er wird schon recht schnell abgezogen, so ist ja nett, ich muss nur treffen. Eieiei. Wo ist denn der letzte? Da. Wollen wir den ein bisschen aufschmelzen? Scheiße, keine Magiker mehr. Haben wir den weggekuckelt? Ja, haben wir. Bisschen Eisgeist. Aber wo sind die anderen? Da war noch einer. Und der letzte. Keine Ahnung, irgendwo verloren. Ich wusste jetzt nicht, gegen was Eisgeister resistenter sind als was anderes oder wie auch immer. Ich wollte nur kurz nach hier oben, damit ich es da erkenne. Tempel des Machtrufers. Da gibt es wieder so viel Zeug zum Erkunden, aber hier will ich eigentlich gar nicht hin, schon wieder, ne? Okay, ich hab's erkundet und dann gehen wir weiter. Erkundet ist erkundet und weiter geht's. Werfe ich mir so einen Schneeberg runter. Ich glaube, ich muss weiter nach da. Ja. Und ich heile mich schon mal. Ist wesentlich besser als den Heilungsspell, den ich vorher hatte immer. Hallo. Habe ich jetzt übrigens hier dieses Achievement gekriegt, wo drin steht, yay, du hast entdeckt, du kannst jeden schnell reisen. Okay, da muss ich hin. Würden das nicht wollen, Silos. Warum sollte ich mich verstecken? Das ist das Vermächtnis meiner Familie. Ja, dann erklär mal. Und hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Das Museum der mythischen Morgenröte? Ja, meine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Imperium gestürzt hat. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Klingt gut. Dann kann man es mal angucken. Drinnen weiter. Vielleicht gibt es ja gut Stuff. Der sieht großzügig aus. Hast du wieder ein Quest weiter angefangen? Ne? Aber der war schon angefangen. Sagen wir mal so. Seht euch ruhig um. Sprecht mich an, wenn ihr über die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche. Die Kommentare zum Mysterium Xarxes wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Mankar Kamoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein Paradies und eine Wiedergeburt an Merunes Dagons Seite erwarten. Ja, was, nur vier Kisten oder was? Dieses verbrannte Papier ist alles, was vom legendären Mysterium Xarxes übrig geblieben ist. Dem von Merunes Dagon selbst geschriebenen, blasphemischen... Sieht gut zum Klauen aus, auch die Dinger. Mankar Kamoran
Habt ihr Fragen okay. zum Museum oder würdet ihr lieber über Geschäftliches reden? Erstmal das Kurier, da wird wieder vorgeschlagen. Es ist kein Geheimnis, dass meine Familie einst zur mythischen Morgenröte gehörte. Einer meiner Vorfahren wurde sogar auserwählt, Uriel Septim. Habe ich jetzt falsch geklickt? Zu töten. Lange Jahre verleugneten wir. Ja, es ist ja egal, wieso es gebrochen. Dass ich die geschichtliche Bedeutung der mythischen Morgenröte, unsere Bedeutung, nicht bestreiten lässt. Lass mal ganz kurz hier. Kurier hat mir das gegeben. Hier, bitte. Ich hoffe, das Museum hat euch gefallen. Okay, dann habe ich wenigstens das Ding wieder weg. Was will denn erledigt haben? Ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen. Sehr gut. Juckt mich überhaupt nicht. Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier, in Himmelsrand. Ja, dann beschaffe ich das Ding mal. Mindestens zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten, Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Jo, dann machen wir das doch mal. Viel Glück bei der Suche nach den Teilen. Ja, ich werde auch hier übrigens wiederkommen und dein Ding hier ausrauben, ne? Das, ne? Gut, alles weiter im nächsten Part. Bis dann, Leute, lasst krachen. Und tschüss.